And as I was saying, all major battles in history were won by throwing giant boulders down a hill. Napoleon, what did I just say? How would you defeat the British? Eh bien, une artillerie très mobile, combinée à des manœuvres qui placent mon ennemi dans une position défavorable. No, you use a giant boulder. How many times must I explain this? Mr. Herodotus, I think I'm in the wrong class. We all belong in different periods. Quiet! You're just trying to get excused from class, aren't you? Well, I tell you... Wow, a real boulder. I never seen a real boulder before. Hooray! Now maybe we have a chance against King Richard's army. Hey, King Richard's army! It's that one coming here to kill us! Herzlich willkommen zu einer Folge Rock of Ages 2, Bigger and Bolder. Und alles jetzt wunderschön in Super Unreal Engine, Super 4, Super Modul, weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall richtig cooler Shit, Rock of Ages 2. Ich habe mich eigentlich schon ziemlich drauf gefreut, eigentlich, weil es ein relativ geiles Spiel ist. Tja, wer es nicht mag, der mag es halt nicht. Müsst ihr alle für euch selbst entscheiden. Ich werde jetzt hier, ich habe uns schon mal ein bisschen angepasst hier, Super Meat Boy mäßig, aber ich möchte gerne... Ich möchte gerne hier, es gibt im Moment ein gratis DLC. Und das hier, der möchte ich sein, der ist schön. Aber den Wilson Ball behalte ich. Wilson Ball muss sein, weil Wilson hat uns jetzt schon durch so viele Spiele begleitet. Story-Kampagne, ich habe das Tutorial schon mal gespielt. Wir sind jetzt hier, gibt es jetzt so eine tolle Map, ich zeige euch das mal. Und auf der Map gibt es hier tolle Sachen zu finden. Das sind dann quasi die Weapons und so. Ich habe das Tutorial jetzt einfach schon mal gespielt, weil im Endeffekt ist uns allen bewusst, worum es geht bei Rock of Ages. Und wer nicht weiß, worum es geht... Der kann ja jetzt aufmerksam zusehen. Und zwar kann ich mich jetzt so ein bisschen entscheiden, wo ich lang will. Ich könnte jetzt da oben hier gegen Schottland in den Krieg ziehen. Um halt weitere Dinge. Hier kann ich einen Tribok oder so ein Shit freispielen. Hier kann ich, kann Gegenstände freispielen. Hier kriege ich, glaube ich, einen Tribok oder sowas. Kadake. Krieg normal, betrete die Arena. Ich weiß es nicht. Machen wir normal. Krieg normal. Oder gehen wir... Nein, komm, wir gehen. Wir kämpfen da oben gegen den Scottish Bro oder Irland. Was ist das? Ich weiß es nicht. Wir werden sehen. Ich kenne mich auf dieser Karte hier nicht aus. Wir werden sehen. Schottland. Wir ziehen gegen Schottland in den Krieg und betreten die Arena und genießen eine dieser wunderschönen Zwischensequenzen. Sons of Scotland. I am William Wallace. William Wallace is 7 feet tall. Yes, I've heard. He kills men by the hundreds. And if he were here, he'd consume the English with fireballs from his eyes and bolts of lightning from his arse. I am William Wallace, and I see. Sehr schön. Schöner Blitzpups. Alle ausgelöscht. Zack. Ja. Also, gebt dem Mann keine Zwiebeln, sonst gibt's langfristig ein Problem. So, dann stellen wir uns unserer ersten Herausforderung einmal. Das Problem ist auch, die erste Aufnahme ist auch ein bisschen abgekackt und so. Deswegen habe ich mich entschieden, das Tutorial jetzt einfach mal für alle so ein bisschen zu überspringen. Weil im Endeffekt eh nichts passiert. Wir kriegen nach dem Tutorial hier einen Ball. Und es tut mir leid für die Leute, die es verpasst haben. Aber ich kann es auch nicht, wenn du erstmal ein Level gespielt hast hier, kann ich es anscheinend auch nicht wieder auf Null setzen. Deswegen müssen wir leider mit all diesen dramatischen Konsequenzen leben. Jetzt müssen wir leider das erste Level zusammen spielen. Wie gesagt, das Tutorial habe ich euch erspart. Da kriegt man nur diesen Löwenfelsblock. Den nehmen wir jetzt auch. Der ist so ein bisschen krustig-krosser. Oh, dann nehme ich die Elefanten mit. Nee, ich will das Katapult. Ich will das Katapult. Aber vielleicht... Moment, vielleicht kann ich auch das weg und die Elefanten nehmen. Aber die sind super teuer, die Elefanten. Sind super teuer, Elefanten. Katapult, die günstige Schusseinheit, die du kriegen kannst. Schleudert Projektile, die über manche Einheiten fliegen können. Brauchen wir das? Brauchen wir das, ist die Frage. Langsame Einheit. Ein Speerkämpfer zieht vom Gipfel des montierten Turms aus auf nahegelegene Felsblöcke. Nee, pass auf, guck mal, wir nehmen das, wir nehmen das. Ich nehme die günstige Alternative und wir sind bereit. Das Spiel ist auch so ein bisschen online-mäßig intensiver... eigentlich ausgerichtet. Ich werde mal sehen, ob sich da vielleicht die ein oder andere Online-Runde finden lässt. So, wir nehmen die neuen antihaftbeschichteten Superklebekühe und setzen ihm direkt hier oben welche hin.
Aber eigentlich müssen wir ein bisschen immer runtergehen, ne? So, können wir hier... Können wir... Ja, genau. Okay, dann bauen wir hier mal Türmchen. Fände ich eigentlich ganz geil. Und da auch nochmal, einfach so ein bisschen abzulenken. Wie viel Geld haben wir noch? Okay. Katapultfalle. Wir brauchen hier eine Katapultfalle. Die decke ich ab mit zwei Türmen und einem Haufen Klebekühe dahinter. Und zwar hier hinter. Ja, dann denkt er so, oh, da sind Klebekühe, scheiße. Und dann zack, Katapult raus aus der Karte. Raus. So, hier nochmal eine Klebekuh. Und ich habe da gerade hier so einen engen Durchgang gesehen. Da hätte ich vielleicht auch noch was Klebriges davor. Ist der schon fertig? Was war das für ein Geräusch? So, vielleicht hier nochmal die ein oder andere Katapultfalle, oder? Wenn ich jetzt hier, vielleicht stoßen wir ihn dann zwischen diesen Dingern oder beziehungsweise davor. Wie kann ich das drehen? Einfach mal hier so eine hin. Noch so zwei Abdeckungstürmchen daneben. Vielleicht rollt er ja durch. Und hier nochmal ein Katapult, aber dann schieße ich ihn ja in die richtige Richtung. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ihn ja aufhalten. Wir wollen ihn verlangsamen, wir wollen ihm Leid zufügen. Wie machen wir das am besten? Am besten machen wir das so, wie Kreis das empfiehlt. Jetzt müsste mein Stein gleich fertig sein. Wir haben noch 600 und... kann ich hier auch wieder Geld sammeln? Das ist jetzt die große Frage. Kann ich hier auch wieder Geld sammeln? Wir werden sehen, Freunde. Okay. C. Boah, schau mal, es sieht aber echt schon schicker aus, ne? Aber wir wollen keine Zeit verschwenden. Wir genießen es während der Fahrt. Hier kann ich doch da durch das Dörfchen, kann man doch... Oder war das mein Dörfchen? Oh nein, oh shit, Kack. Oh Gott. Und direkt zum Auftakt. Zum Auftakt direkt einmal durch. Oh doch, so ein bisschen Geld kriegt man hier aber. Ah, die Kugel ist... Ich finde, mit Controller ist die Kugel ein bisschen einfacher zu steuern. Der Feind ist am Rollen. Oh, oh, Loch, Loch, Loch. Oh, oh, der Baum. Alter, jetzt hat er sich hier aber ausgerichtet mit Katapulten und Mauern. Ich konnte nicht bremsen. Ich war zu schnell. Ich war zu schnell. Er rollt auch schon. Guck mal, er hat auch so einen bemalten Kriegsball. Er ist wild und heiß. Er will mich aufhalten. Aber er weiß nicht, was es bedeutet, sich mit dem Löwenkopfkönigkreis anzulegen. Ah, die fleischgewordene Manneslust. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Oh Gott. Oh, oh, oh. Oh, das ist ein Elephant Man. Oh, Explosion. Explosion. Shit. Egal, egal. Egal, egal. Speedo. Speedo. Oh. Ah, 164 Schaden. Das ist nicht so geil eigentlich, oder? Da geht mehr. Da geht eigentlich mehr. Okay, okay. Oh, shit. Bleiben Klebekühe mir erhalten? Kann ich die hier setzen? Nee, kann ich nicht. Aber dann direkt hier hinter, oder? Das, da, er muss darüber. Mein Katapult. Da setze ich davor die Klebekühe. Dann muss er da durch. Das sichere ich hier nochmal mit zwei Türmen. Aua, das hat Schaden gemacht. Aber ist noch vertretbar. Vielleicht hier einfach mal noch das ein oder andere Klebekuh-Gerät dazwischen. Wer weiß, ob es hilft. Wer weiß, ob es hilft. Guck mal hier, Katapulte habe ich noch gar nicht, ne? So, stellen wir mal hier so ein paar auf. Das dann, wenn er da runterkommt, da wird er gleich gezitzt. Ich glaube, das war jetzt ein bisschen unnötig, das Katapult. Aber hey, Kreis hat's dick. Das ist... Ah, guck mal, geil. Stellen wir doch hier auch nochmal welche drauf. Haha. Doppelkatapult. Bringt das wohl was? Vielleicht setze ich hier ein Katapult einfach noch hin. Und mache ihm hier neben einen Haufen Kühe. Dann muss er da durch. Sichern wir noch ab mit einem Turm. Hier auch nochmal. Nee, geht nicht. Kein Geld mehr? Ah, ich habe kein Geld mehr. Ach, Kreis, Kreis, Kreis. Ta-ta-ta-ta-ta-ta! Boulder, Boulder, Boulder! Alle beten ihn an, den fiesen, großen Stein. Den fiesen, fiesen, großen Stein. Es gibt noch so ein Intro-Video. Vielleicht werde ich es schaffen, das noch davor zu cutten. Ja, werde ich bestimmt schaffen. Kriegen wir hin. Das ist nämlich ein schönes Einführungsvideo. Aber jetzt an dieser Stelle werdet ihr es schon gesehen haben, weil ich werde mir definitiv die Mühe machen und es davor schneiden. Oh, oh, oh. Oh, shit. Shit, 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 nein. Ah, gibt es extra Damage, wenn man runterfällt? Ja, ich glaube schon. Oder so ein bisschen blutet der Stein dann. Ah, kacke. Kann ich doch niemals... Okay, warte. Hier am Rand. Jawohl, das Katapult mache ich ihm kaputt. Bro-Katapult. Ah, ach, das ist ein kleines Pillemann-Katapult. Das kann mir gar nichts. Aua. Das kann mir nichts. Das ist so... Oh, shit, 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 shit. Oh nein, hoffentlich setzt er mich weit hinten zurück. Was hat er für einen Stein? Guck mal, er ist total schwarz und mit Kühen beklebt. Ich sag's euch, Klebekühe sind der Schlüssel zur Zukunft. Eine glorreiche Zukunft. Oh, wieder nur 160. Scheiße, da muss ich noch ein viertes Mal ran. Da muss ich noch ein viertes Mal ran. Ich bin zu langsam. Okay, wo bin ich hier? Ich hänge hier fest. Okay, mein Mauszeiger ist da. Alles klar, ich bin ein bisschen aufgeregt. Türmchen. Er empfiehlt mehr Türme. Machen wir hier nochmal ein paar Türme hin.
So, oh, guck mal hier, die sind auch alle ziemlich am Arsch, hä? Alter, wenn es einmal kaputt ist, dann geht das nicht mehr, oder was? Okay, dann bauen wir da eine Mauer hin. Da ist er anscheinend drüber hinweg. Kann ich das nicht abreißen? Scheiße. Scheiße. Ich will hier nochmal ein Katapult sehen, aber dann halt weiter hinten. Müssen wir es halt weiter hinten machen. Fuck. Aber er hat auch nicht so dick Damage gemacht. Ich habe ihn relativ gut ausgebremst. Okay, die erste Runde, Freunde, wird gar nicht so schlecht vielleicht. Vielleicht gar nicht so schlecht. Man weiß es nicht. Ich will auch ihm dann nicht immer zu viel sagen. Dann habe ich wieder zu viel gesagt. Aha, Kreis, Arschlecken, 350, du bist so scheiße. Guckst du an, wie kacke du bist. Und dann, ja, ihr wisst, wie das ist. YouTube halt. YouTube, deine User. Vielen, vielen Dank auch dafür. Aber ey, man kann doch hier auch eigentlich abkürzen, oder? Meint ihr, wenn man richtig skillig ist, kürzt man hier ab? Es geht bestimmt irgendwie. Keine Ahnung wie, Leute. Aber es wird wahrscheinlich gehen. Aber ich bin zu feige. Oh, oh, oh. Dicke Verteidigungslinien. Elefanten. Elefantikus. Oh, weiter nach rechts, weiter nach rechts. Oh Gott, Gott. Oh nein, das konnte ich nicht verhindern. Da war ich in der Luft. Da kriegst, wenn du einmal am Start bist, ne, da kommst du auch nicht mehr drum rum. Also, ich werfe mit dem Speer. Nix kannst du. Ah, die Katapultfalle. Die wollte mich kriegen, aber hat sie nicht. Okay, da sind wieder fiese Katapulte. Ich muss ein bisschen ausbremsen. Okay, nutze den Stein. Ah, oh nein, Brückenkatapulte. Dran vorbeigeschlendert. Hier auch. Zack, easy. Ein Konstrukt der Verwüstung habe ich hier schon hinterlassen. Ah, oh, habe ich das Katapult noch gestreift? Ich weiß es nicht. Ich mach's ihm kaputt. Okay. Und ab hier konzentrieren. Möglichst viel Geschwindigkeit aufbauen. Richtig schön. Und springen nochmal. Oh, 170 Schaden. Ey, der hat doch nichts mehr. Der hat doch null. Oh, Leute, ich muss nur noch unten ankommen. Der hat doch null. Guck doch mal. Oh Gott. Oh, das ist natürlich deprimierend. Was haben wir denn? 2000. Da rollt er. Kann ich... Ach, scheiße. Klebekühe zu spät gesetzt. Aber guck mal da an der Mauer. Da hat er zu kämpfen. Das ist schon mal schön. Hier kriegt er nochmal hier Klebekühe. Wir brauchen mehr Klebekühe. Definitiv. Und hier noch ein Katapult. Und da noch ein Katapult. Komm, schnell. Katapult ready. Oh nein, er rollt einfach durch. Dieser Schleimbock. Aber da, er hat eine Klebekuh erwischt. Die Kuh klebt. Warum hat er keine Klebekühe? An mir hat noch nie eine Kuh geklebt. Oh nein, da rollt er durch. Komm schon, jetzt bremst ihn noch ein bisschen. Ja, Klebekühe. Sehr gut. Sehr gute Klebekühe. Oh nein, boah, der hat Speed. Ah, es hat wehgetan. Jetzt muss ich muss als erster unten ankommen. Ich kann nichts machen. Hier müssen überall Kühe hin. Hier müssen Kühe hin. Und hier noch Türme. Okay, ich habe noch ein bisschen Zeit. Sein Boulder ist ja noch nicht ready. So, bereit. Bereit. Nein, nicht verkaufen. Nicht verkaufen. Null. Bäume. C. Okay. Das hat irgendwie nicht funktioniert. Da war ein bisschen verklickt in meine heiße Inbrunst, die ich in meine Klicks lege. Damit kam er nicht klar. Oh. Gut durchgeflutscht. Und oh, zack, direkt. On the elephant. Oh, der Falle ausgewichen, aber da kam Blitz und Donner auf mich niedergehagelt. Okay, jetzt hier schon mal ein bisschen ausbremsen. Dicke Katapultangriffe. Oh nein. Nein. Oh, okay, jetzt. Und schafft das ein drittes Mal? Jawohl. Na, da steht immer noch das eifrige Katapult. Ah, hier kann ich aber mal wohl so einfach durch. Ich habe so einen leichten Rechtsdrall. Irgendwas stimmt da nicht. Oh, da wollte er mich nochmal rauskatapultieren, aber nix da. Da kommt er angerollt. Da kommt er rein in die Hütte. Oh, er schreit wie eine kleine Mädchen. Yes, und rein in die Menge. Jawohl. Feiert mich. Huldigt mir. Ich bin der heilige große Stein. Ah, oh, nice. 4 Türstöße. Das war echt anstrengend. Zack. So, und wieder ein Gebiet erobert. Wunderschön. Neue Einheit. Feuerwerkskanone. Schießt mit explosivem Feuerwerk auf zufällige Flächen um sich. Ah, da habe ich nur einen Stern. Das muss man bestimmt auf Hard nochmal spielen oder so. Was ist das hier? Da brauche ich 10 Sterne. Oh nein. Kacke, da muss ich ja jetzt unten lang. Ah, naja gut, dann begeben wir uns mal auf die Zeitreise des Glücks. Was ist mit dem Turm? Komme ich da hin? Da könnte ich auch nochmal hin und eine neue Einheit freischalten.
René, Krieg, normal. Betreten wir die Arena, dann kriegen wir noch eine Einheit. Irgendwelche Fässer. Fässer sind, glaube ich, gut. Jeanne d'Arc, oh. Oh, Schmecker, Schmecker. Was? Excuse me? Ask if you have seen, Oh mon Dieu, je savais que vous viendriez. Je suis prête à Ici, nous mettrons les catapultes et les lanciers. Et bien sûr, n'oublions surtout pas que nous devons verser des mille bouillons. Oh, Dieu a adoré mon plan. Je suis si heureuse. Okay. Oh, Mann. Genau das ist das, was ich an diesem Spiel eigentlich so mag. Es hat diesen Charme. Es hat so einen unverwechselbaren Charme. Oh, guck mal hier. Stärke, kann ich das nicht vergleichen? Ich hätte gern... der hat aber hohe Beschädigung, hohes Gewicht, aber der ist nicht so stark. Hat auch nicht so eine hohe Geschwindigkeit. Springen, um das feindliche Schlachtfeld zu beschmutzen. Defensive Einheiten können nicht auf beschmutzten Feldern platziert werden. Oh, das möchte ich ausprobieren. Oder wir sind heiß auf neuen Scheiß. Da, Feuerwerkskanone, Türme nehme ich mit. Und natürlich Klebekühe, denn die machen mir die Mühe. Katapulte sind so cool, die nehmen wir auch mit. Da, da, da. Okay, so, oder? Passendes Layout, ich weiß nicht. Platziere Banken in der Nähe von Minen, um mehr Gold zu produzieren. Ich glaube, das wird erst wichtig, wenn wir auch andere Bälle haben. Jaha. Weil jetzt wähle ich ja anscheinend den Felsblock vorher aus. Und irgendwann kann man die bestimmt kaufen oder so. Okay, hier geht's runter, oder was? Hier geht's runter, hier geht's runter. Da ist meine Burg. Okay, okay. Dann, wir fangen an, uns hinten auszurichten. Und streuen dann nach vorn. Hier ist so ein natürlicher Turm, das ist schon mal ganz gut. Nochmal vor das Ziel so ein paar Klebekühe gesetzt. Aber hier in der Beschleunigungskurve hätte ich gerne einfach nochmal ein Katapult. Und zwar in diese Richtung. Dann machen wir hier so ein paar... Türme hin und vielleicht setzen wir davor mal hier einen von diesen Feuerwerkstürmen. Ich habe so einen schmutzigen Schmutzball. Habe ich den denn auch ausgewählt gehabt? Oh, guck mal, da wäre eine Mine gewesen. Da könnte ich Gold produzieren. Okay, weiß ich fürs nächste Mal. Da ist noch eine. Oh, shitty. Shitty McCucky. Habe ich wieder die falsche Scheiße mitgenommen. Naja, oh, was jetzt passiert? Direkt hier zu Anfang, mein Freund, kriegst du von mir das hier. Und das ist richtig übler Scheiß, sag ich dir. Da, 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 da. Und eine Feuerwerkskanone stell ich mal hier hinter. Das wäre eigentlich auch geil, hier so Türme reinzustellen, ne? Na, es wäre vielleicht aber in einer anderen Fahrt besser gewesen. Ich habe noch richtig Kohle hier. Also können wir hier nochmal so ein Katapult hinsetzen. Und meine Lieblingskühe natürlich, die dürfen absolut nirgends fehlen, Freunde. Auf jeder Party braucht jemand klebende Kühe, sage ich euch. So, und vielleicht noch eine Feuerwerkskanone. Habe ich noch Geld? Nee, habe ich nicht. Okay, aber wir sind auch bereit. Okay, Paul da, Paul da. Okay, the find is rolling too. Boah, guck mal, er hat hier am Anfang auch noch nichts gebaut. Oh, boah, 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 boah. Oh, lalalala. Wie viel Schmutz kann ich hier verteilen? Ist ja der Hammer. Oh, gut, da sind Kühe. Oh nein, die kleben. Sie kleben an mir fest. Lass mich. Lass mich, du Kuh. Okay, da waren Katapulte. Das war mies versteckt. Oh, da wurde ich wieder geschubselt. Okay, ich beschmutze sein Feld. Ich beschmutze es. Ich mache es so dreckig, wie es geht. Und Wahnsinn, Alter. Wow, 192 Schaden. Das hat auf jeden Fall... Das hat gejisst, Alter. Okay, er kommt da einfach drüber. Der kommt da einfach drüber. Okay, okay. Wie du willst. Eine Turmmauer muss her. Dann hier muss eine Feuerwerkskanone hin. Definitiv, an diese Stelle.
plus dieses Katapult, welches in diese Richtung triggert. Und hier kommen noch ein paar Kühe hin. Ich liebe dieses Zeugs. Da ist schon eine Feuerwerkskanone. Haben wir schon Kühe? Nee, dann müssen die da hin. Ah, kann ich jetzt aber meinen Boulder nicht mehr ändern, ne? Bäume. Ach so, guck mal, da kann ich, wenn er unterwegs ist, könnte ich mit einem Blitz auf ihn ballern, während ich warte, falls mein Schlachtfeld schon genug ausgerüstet ist. Okay, jetzt guck mal, jetzt mache ich ihm hier mal noch so eine, einfach mal so eine kleine Kuhfalle hin. Oder, wenn er da durch will. Oh, bin ich fertig? Okay, wir sind bereit. 440 hätten, ich hätte noch Geld gehabt. Naja, egal. Aber ich nehme wieder den Schmutzeball. Der Schmutzeball ist geil. Gefällt mir jetzt schon ganz gut. Oh, oh, oh. Kann er hier keine Scheiße mehr hinbauen? Oh, fuck it! Fuck it! Seine dämliche Katapult-Scheißfalle! Okay, okay. Aber jetzt ist sie broken. Jetzt ist sie. Oh, oh. Wow. 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 Gerade dachte ich noch, okay, nur unten ankommen ist das Ziel. Aber jetzt ist Überleben das Ziel. Guck mal, er hat's auf mich abgesehen. Er schießt Blitze und so. Er hat seinen ganzen Scheiß schon gebaut. Ja, okay, hier ganz easy rum. Ein bisschen hier reinschmalzen einfach. Oh nein, ey, ich hab doch rein. Ich wollte doch nur schmalzen. Ah, Mist. Der Feind rollt. He's rolling. He's rolling. Okay, da roll ich einfach durch. Jetzt kann ich Geschwindigkeit aufbauen. Mit dir habe ich nichts am Hut. Mein jugendlicher Freund mit deinem. Oh, was? Nur 150? Oh, scheiße. Ich sehe mich schon ein viertes Mal rollen. Ich sehe uns schon ein viertes Mal rollen, Freunde. 2000 hier. Feuerwerkskanonen. Direkt schon am Anfang hier. The Base. Da kriegst du Türme hin. Und hier kriegst du Kühe hin. Und was kommt natürlich hinter die Kühe? Ein kleines Katapult. Dann hast du schon mal direkt am Anfang Spaß hier. Wo rollt er denn? Kann ich ihn rollen sehen? Ach, guck mal hier. Warte mal, vielleicht bremst er jetzt hier nochmal ab. Nein, er rollt an den Chaos vorbei. Was? Ah, schade. Boah, der macht übel Schaden, Alter. Der macht übel Schaden. Kacke, so eine Goldmine wäre geil gewesen. Warum habe ich das nicht mitgenommen? ...260 noch. Keine Ahnung, vielleicht hier nochmal ein Katapult hinstellen. Okay, wir sind bereit. Ich muss diesen Zeitvorteil einfach nutzen, den ich dann kriege. Weil es sein kann, dass wir noch eine Runde fahren müssen. Ich weiß nicht, was mir hier die hohe Geschwindigkeit am Anfang eigentlich bringen soll. Da habe ich einen erwischt. Arme Seele. Oh, oh. Was? Wieso ist er auf einmal so stark nach links abgebogen? Shitty Physics. Oh nein. Die Kuh, ich kann... Ich... Oh, boah. Knapp, Kreis. Ganz knappe Geschichte. Also wenn du so eine Kuh dran hast, ne, hast du echt die Arschkarte. Er hat wieder geblitzt, Dings. Na, einfach durch. Boah, jetzt aber dicken Schaden. Jetzt aber dicken Schaden, bitte. Boah, 183, wir sind durch. Wir sind durch, Jeanne d'Arc. Ja, ja, Jeanne d'Arc. Ich schleim noch in ihre Höhle. Ah, ich hatte noch einmal abgeschleimt am Ende. Er ist so traurig, aber er hat gewonnen. Krass. Krasser Shit. Fortfahren. Nice, Freunde. Haben wir es geschafft. Die erste Jungfernfolge. Sprengstoffe, Fässer voller Spaß. Platziere sie jeweils in der Nähe, um eine Kettenreaktion hervorzurufen. Okay, aber wie das dann abläuft, Freunde, sehen wir dann in der nächsten Folge, in der ich gegen die großen Katakül kämpfe. Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, es war mir wie immer eine Ehre, für und mit euch zu spielen. Bewertet, kommentiert, macht, was ihr wollt. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns. Auf Wiedersehen.